Konfuzius sagt, ein Tag, an dem du nicht gelacht hast, ein verlorener Tag. Zwei Jungen stehen schon eine ganze Weile vor dem Standesamt und betrachten interessiert die Brautpaare. Den Schalk im Nacken sitzend überlegen die beiden Lauser, was sie als nächstes aushecken könnten. Da erscheint auf der Treppe zum Standesamt ein neues Brautpaar. Du hör mal, sagt der eine Junge, wollen wir die mal erschrecken? Der andere überlegt nicht lange und antwortet, ja. Prompt läuft der erste Junge auf den Bräutigam zu und ruft, hallo Papa, was machst denn du da? Mama meint, du solltest dringend mal nach Hause kommen. Der Lehrer will den Schülern den Begriff Notwehr erklären. Allerdings sollen zuerst die Schüler versuchen, das Wort zu erklären. Klein Peterchen meldet sich wild mit den Fingern schnippend. Der Lehrer sieht das und sagt zu Peterchen, na Peter, was verstehst du denn unter Notwehr? Da antwortet der Junge, wenn ein Schüler sein Zeugnis selber unterschreibt. Eine Blondine mit einem Frosch auf dem Kopf kommt zum Arzt. Der Arzt schaut sich die Angelegenheit an und fragt dann, sagen Sie mir doch mal bitte, wie das passiert ist. Darauf antwortet der Frosch, tja, das ist eine gute Frage. Ich weiß auch nicht, aber es hat auf alle Fälle mal mit einem Pickel am Arsch angefangen. Konfuzius sagt, eine positive Bewertung und ein Abo erhöhen deine gute Laune um mindestens 400%.